The hunt for Pablo Escobar, the Colombian drug lord, ended today. The Sinaloa cartel. Das Sinaloa-Kartell wurde unter El Chapo Guzman zum reichsten und mächtigsten Kartell der Welt. Chapo war der Inbegriff des Bösen. Wir reden von Milliarden und von Gewalt, brutaler als in Afghanistan und im Irak. Vermutlich werden rund 80% des Kokains in den USA über Guatemala eingeschleust. Für den weltweiten Drogenhandel wurde Guatemala zu einem geografisch und strategisch wichtigen Standort. Otto Herrera war die zentrale Figur in Mittelamerika. Er war der mächtigste Drogenboss in Guatemala. Für das Sinaloa-Kartell transportierte er über 50 Tonnen Kokain nach Mittelamerika. Die Ausmaße konnte ich damals nicht vorhersehen. Transport, Logistik. My name is Otto. Ich heiße Otto Herrera und komme aus Guatemala. Mein Name ist Steve Frager. Ich bin Sonderagent der Drogenbehörde DEA. Ich hatte das Glück, eine amerikanische Schule zu besuchen, da mein Vater in Guatemala für eine amerikanische Firma gearbeitet hat. Danach bin ich in Kalifornien zur High School gegangen. Nach meinem Abschluss hatte ich verschiedene Jobs in den Staaten, vor allem auf dem Bau. Wir haben Tankstellen für Ölkonzerne gebaut. In Kalifornien lernte er seine amerikanische Frau kennen. Sie bekamen ein Kind und gingen zurück nach Guatemala, wo er nach Arbeit suchte. Ich zog mit meiner Frau und meiner Tochter in meine Heimatstadt und gründete mit ein paar alten Freunden eine Spedition. Wir kamen über die Runden, aber das reichte mir nicht. Uns war bekannt, dass in der Nähe Flugzeuge aus Kolumbien landeten, die Kokain geladen hatten. Das wussten wir, weil ein paar Monate vorher eines dieser Flugzeuge abgestürzt war. Überall auf den Feldern lagen Säcke mit Kokain. Die geografische Lage Guatemalas macht das Land zu einer idealen Zwischenstation für Kokainlieferungen aus Kolumbien. Einer meiner Freunde hatte einen Bruder, der offensichtlich gut verdiente. Dabei hatten wir ihn nie wirklich arbeiten gesehen. Er parkte seinen Truck immer auf dem Hof unserer Firma. Der Wagen wurde kaum gefahren. Und als ich ihn eines Tages genauer ansah, entdeckte ich Lampen, Generatoren und Funkgeräte. Alles, was man braucht, um nachts ein Flugzeug einzuweisen. Das brachte uns auf eine Idee. Wir klemmten die Benzinleitung ab, damit der Wagen nicht anspringt. Und wie erwartet, rief er mich 2-3 Wochen später an und bat mich um Hilfe. Wir versprachen, bei der Reparatur des Wagens zu helfen, wenn er uns verraten würde, was er vorhat. Also packte er aus. Er erzählte, dass er einer der Männer war, die den Flugzeugen nachts bei der Landung helfen, um das Kokain dann weiter zu den Mexikanern zu transportieren. Shipping all this cocaine to the Mexicans.
Mir war sofort klar, dass ich hier gutes Geld machen ließ. Es klang riskant, also musste es lukrativ sein. Otto Herrera erkannte seine Chance und zeigte der Organisation, wozu er in der Lage war. Ich wusste, worauf ich mich einließ. Es war eine große Verantwortung. Ich hatte lediglich Angst zu versagen. Er hat Fähigkeiten, die für den Drogenschmuggel äußerst nützlich sind. Ich bin auf einer Bananenplantage aufgewachsen und habe die Sprühflugzeuge beobachtet. Ich wollte Pilot werden und habe Flugstunden genommen. Den Pilotenschein habe ich zwar nie gemacht, aber ich kenne mich gut aus. Er wusste nicht nur, wie man fliegt, sondern auch, was man für einen Landeplatz braucht. Ich kannte mich mit GPS und Navigationsgeräten aus. Also besorgte ich die Koordinaten der Landeplätze und organisierte die Logistik. Ich dachte nur an das Geld und an meine Familie. Ich wollte ihnen ein besseres Leben ermöglichen. Welche Ausmaße das annimmt, habe ich damals nicht bedacht. Guatemala hatte für uns eine strategisch günstige Lage. Man ist schnell an der mexikanischen Grenze. Dort haben wir die Drogen an die Kartelle übergeben. Unsere Aufgabe war es, den Flugzeugen in Guatemala bei der Landung zu helfen. Anschließend lagerten wir das Kokain, bis es weiter nach Mexiko transportiert werden konnte. Von Landebahnen konnte kaum die Rede sein. Es waren eher Feldwege, auf denen diese kleinen Flugzeuge landeten. Mit Chapo hatte ich direkt nie zu tun. Er schickte immer andere nach Guatemala, wenn dort etwas zu erledigen war. Das erste Mitglied des Sinaloa-Kartells, mit dem Otto Herrera zusammenarbeitete, war ein gewisser Chuy. Sein richtiger Name war Jesús Soto. Chuy war ein hohes Tier im Sinaloa-Kartell. Im Prinzip war er für Guatemala und den Rest von Mittelamerika verantwortlich. Alles, was ich über das Drogengeschäft weiß, habe ich von Chuy gelernt. Wie man auf die Leute zugeht und Deals aushandelt. Vor allem brachte er mir bei, dass das Sinaloa-Kartell absolute Loyalität verlangt. Mit Mayo Zambada hatte ich engen Kontakt. Ich habe ihn mehrmals besucht. Chuy hat uns einander vorgestellt. Ich hatte häufig mit Chuy zu tun. Ich habe ihn quer durchs Land gefahren, um Lagermöglichkeiten zu suchen oder Leute zu treffen. Im Laufe der Zeit verstanden wir uns immer besser. Es gab damals Gerüchte, dass meine Auftraggeber aus Guatemala Drogenlieferungen verschwinden lassen würden. Mal komplette Lieferungen, mal Teile davon. In meinen Gesprächen mit Chuy kam das Thema ein paar Mal auf. Dann kam die Wende. Ein Schnellboot brachte eine Lieferung nach Guatemala.
Ich sollte die Drogen zur mexikanischen Grenze bringen und dem Sinaloa-Kartell übergeben. Doch ich bekam aus Guatemala die Anweisung, die Lieferung auf dem Weg verschwinden zu lassen. Ich hatte Angst. Ich ahnte, mit der Lieferung würde auch ich verschwinden. Mein gutes Verhältnis zu Chuy war bekannt. Verschwand die Lieferung, verschwand auch ich. Also weihte ich Chuy in meine Pläne ein. Ich lud die Drogen in einen anderen LKW und fuhr los, ohne jemandem davon zu erzählen. Wie geplant übergab ich die Ware am vereinbarten Treffpunkt. Natürlich kam es daraufhin zum Streit zwischen mir und meinen Landsleuten. Und zwischen ihnen und Chuy. Chuy teilte mir daraufhin mit, ich würde ab sofort nur noch für ihn arbeiten. Ich wusste, dass er sie damit wütend machte. Anfangs war es hart und ich musste erst mal untertauchen. Aber im Lauf der Zeit übernahm ich immer mehr Verantwortung und wurde zum Mittelsmann zwischen den Kolumbianern und dem Sinaloa-Kartell. Chuy mochte Otto Herreras Disziplin, seine Kommunikationsweise, seine Gewissenhaftigkeit und sein Geschäftssinn. Und ihm gefiel, dass Herrera keine Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollte. Meine Familie wusste von nichts. Nicht mal meine Frau habe ich eingeweiht. Wer für mich arbeiten wollte, durfte keine Drogen nehmen. Ich selbst habe auch nie welche genommen. Bei den Mexikanern war das anders. Bei ihnen ist es Teil der Narkokultur. Chuy hatte schwer mit seiner Drogensucht zu kämpfen. Ich hielt mich von ihm fern, wenn er was genommen hatte. Er war dann ein völlig anderer Mensch und sehr brutal. Ich erinnere mich an eine Party in Mexiko, bei der er Drogen und Alkohol konsumiert hatte. Er fing an, mit einer Pistole rumzufuchteln und erschoss dabei versehentlich ein Familienmitglied. Darüber ist er nie hinweggekommen. Von da an ging es bergab. Er rutschte immer tiefer in die Abhängigkeit. Etwa ein Jahr später sagte er zu mir, Otto, du schaffst das auch ohne mich. Von da an leitete Otto Herrera seinen eigenen Drogenring in Guatemala. Für das Sinaloa-Kartell brachte er über 50 Tonnen Kokain nach Mittelamerika. Vermutlich hat er nie damit gerechnet, verhaftet zu werden. Das ist eine Piper Aztec. Mit diesem Leichtflugzeug haben wir unzählige Lieferungen von Kolumbien nach Mittelamerika transportiert. Wir versuchten nie mehr als 1500 Kilometer am Stück zu fliegen. Kürzere Strecken sind weniger riskant. Je kürzer die Distanz, desto weniger kann passieren. The higher percentage of success. In order to get
Dafür musste das Flugzeug umgebaut werden. Man braucht eine möglichst große Frachtkapazität. Wir sprechen von 700 bis 900 Kilo Kokain pro Lieferung. Die Verkabelung des Flugzeugs ist erstaunlich schwer. Darum haben wir alle überflüssigen Kabel entfernt. Auch der Transponder, den man nur im Unglücksfall benötigt, und die schwere Funkanlage wurden ausgebaut. Ebenso die meisten Sitze und die komplette Polsterung. Diesen Sitz hier haben wir immer durch einen vollen Treibstoffkanister ersetzt. Je leichter das Flugzeug wurde, desto mehr Fracht konnte es transportieren. Auf diese Weise war jede volle Ladung rund 6 Millionen Dollar wert. Das ist eine Menge Geld. Allerdings ist so eine Transportinfrastruktur auch nicht gerade günstig. Allein so ein Leichtflugzeug kann 1 bis 2 Millionen Dollar kosten. Auch der Pilot und die Leute, die das Flugzeug mit Kokain beladen, müssen bezahlt werden. Ebenso korrupte Fluglotsen, Polizisten oder Militärs, die beide Augen zudrücken. Es kostet ein Vermögen. Um das Risiko zu minimieren, flogen wir nachts. Wir hatten uns ein System ausgedacht, das die Piloten bei der Orientierung und der Landung unterstützt. Wir nannten es das Maya-System. Im Grunde macht man all das manuell, was sonst das Instrumentenlandesystem des Flugzeugs erledigt. Wir sind das letzte Stück der Route vorher abgeflogen und haben Flughöhe, Geschwindigkeit und Koordinaten notiert. Ebenso alle Daten des Landeanflugs. Wir konnten den Piloten also alle Informationen geben, die sie für Flug und Landung brauchten. Das Ziel war, so schnell wie möglich in den internationalen Luftraum zu kommen. Unsere Route führte durch die Karibik bis an die Küste von Guatemala. Die geheimen Landeplätze sollten im Idealfall so nah wie möglich an der Küste liegen. Die Flugzeuge erreichten Mittelamerika meistens zwischen 1 und 3 Uhr nachts. Der Landeanflug erfolgte in kompletter Dunkelheit. Die letzten 2 bis 3 Minuten vor der Landung waren dabei besonders kritisch. Erst dann wurden die Lichter der Landebahn kurz eingeschaltet. Sobald das Flugzeug aufgesetzt hatte, wurden sie wieder ausgeschaltet. Das klingt gefährlich. Ja, sehr gefährlich. Das ist nichts für schwache Nerven. Nicht jeder Pilot kommt damit klar. Es gab auch Unfälle. Anfangs haben wir die Flugzeuge zu voll beladen. Wir wussten nicht, wie viel Gewicht sie aushalten. Manchmal war die Landebahn zu kurz oder der Pilot hatte nicht genug Erfahrung. Motorschäden gab es auch häufiger, vor allem bei Kolbenmotoren. Wenn einer der Motoren ausfällt, ist es mit so einer schweren Ladung kaum möglich, weiterzufliegen. Ich habe einen Freund bei einem Absturz verloren. Er hat die Instrumente falsch gelesen und ist in Kolumbien an einem Berg zerschellt. Da kann man nicht viel machen.
In solchen Fällen suchen die Einsatzkräfte nach Überlebenden und beschlagnahmen die Fracht. Man selbst erfährt erst in den Nachrichten davon. Oft nutzen die Kartelle die Flugzeuge nur ein einziges Mal. Mit Bulldozern haben sie riesige Gruben ausgehoben und die Flugzeuge darin vergraben, gleich neben der Landebahn. Neben dem Flugbetrieb hatten wir auch noch Schnellboote. So wickelten wir eine Lieferung nach der anderen ab. In meinem Gebiet landete jeden zweiten Tag ein Flugzeug. In einem guten Monat waren das zwischen 8.000 und 10.000 Kilo Kokain. In Guatemala kostete ein Kilo damals $6.000. Da ist einiges zusammengekommen. Dann teilte Chuy mir mit, dass ich ab sofort für das Guatemala-Geschäft zuständig sein würde. Statt einem festen Gehalt wie bisher, sollte ich einen Teil jeder Ladung erhalten. Er sagte, du kannst 10% von jeder Lieferung nach Guatemala, die du abgewickelt hast, behalten. Es ist im Drogenhandel durchaus üblich, mit Kokain bezahlt zu werden. Wenn also 1000 Kilo Kokain aus Kolumbien kamen, gehörten 100 Kilo davon mir. Damit konnte ich machen, was ich wollte. Damals war ich noch davon überzeugt, dass ich alles richtig gemacht hatte und niemand von meiner Existenz wusste. Ich denke, ich war nicht vorsichtig genug. Wenn man das eine Weile macht, wird es zur Routine. Und irgendwann wird man leichtsinnig. Als die Organisation wuchs, fing ich an, bessere Vorkehrungen zu treffen. Die Verantwortung lag allein bei mir. Und Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ich unterzog jeden meiner Kontakte einem Screening. Damit wollte ich meine Organisation schützen. In diesem Geschäft geht es um Macht und Einfluss. Wer wickelt die meisten Lieferungen ab? Wer verdient das meiste Geld? Je größer die Ladungen, desto höher der Cashflow. Ich hatte ein Safehouse in Guatemala-Stadt. Dort lagerten wir das Geld. Das waren immer so zwischen 30 und 40 Millionen Dollar. Das meiste gehörte aber nicht uns, sondern anderen Leuten in der Organisation. Anfang 2003 wurde in Guatemala-Stadt ein Bargeldlager von Otto Herrera und seiner Organisation entdeckt. Irgendwie haben sie das Haus gefunden. Bei der Razzia wurden über 14 Millionen Dollar sichergestellt. Das war jedenfalls die offizielle Angabe. Dieser Zwischenfall hat mir die Augen geöffnet. Nach der Beschlagnahmung des Geldes war ich für die Behörden nicht länger unsichtbar. Nach der Razzia statteten die Kollegen in Guatemala Otto Herreras Frau einen Besuch ab. Sie machten ihr deutlich, dass er Kontakt zur Drogenbehörde DEA aufnehmen müsse.
Meine Frau bekam Besuch von ein paar DEA-Agenten. Sie erzählten ihr, dass ich in Drogengeschäfte verwickelt war. Sollte ich nicht mit ihnen kooperieren, würde ich massive Probleme bekommen. Sie wollten sich mit mir unterhalten, um eine gemeinsame Lösung zu finden. Das hat ihr die Augen geöffnet. Bis dahin hatte sie keine Ahnung, dass ich etwas Illegales machte. Für unsere Ehe war es der Anfang vom Ende. Sie fühlte sich von mir hintergangen. Und ihr war klar, dass ich nicht einfach damit aufhören würde. Sie wollte von da an nichts mehr mit mir zu tun haben. Jetzt, wo die Behörden mich auf dem Radar hatten, musste ich erst mal untertauchen. In Zukunft würde ich mich stärker im Hintergrund halten müssen. Wenn ein Drogenhändler enttarnt wird, bedeutet das über kurz oder lang das Ende seiner Karriere. Ende 2006 kontaktierte mich ein Mitglied des Sinaloa-Kartells. Sie hatten Chuy gefunden. Er war in Culiacán, Sinaloa, in seinem Auto erschossen worden. Ich glaube, es hatte mit seinem Alkoholismus zu tun. Im betrunkenen Zustand hatte er sich mit vielen Leuten verscherzt. Irgendwann hatten sie die Nase voll davon und wollten ihn loswerden. Herrera wurde vom Sinaloa-Kartell adoptiert und nach Kolumbien geschickt. Dort sollte er mit einem gewissen Pacho Cifuentes arbeiten. Pacho Cifuentes war für die Kokainlieferungen nach Mexiko zuständig. Da es häufig zu Verzögerungen kam, schickten sie mich nach Kolumbien. Sie wollten weiter Geschäfte mit Pacho machen, aber dafür musste er zuverlässiger werden. Francisco Cifuentes Villa, besser bekannt als Pacho Cifuentes, hatte für das Medellín-Kartell als Pilot gearbeitet. Nach Pablo Escobars Tod nahm er die Sache selbst in die Hand und kontrollierte eine besonders lukrative Route über Mittelamerika, speziell über Guatemala. Wir setzten uns für ein paar Tage zusammen und von da an lief es besser. Auch Pacho Cifuentes erkannte Otto Herreras Fähigkeiten. Er hat es geschafft, die Abläufe auf südamerikanischer Seite deutlich effizienter zu machen. Wir teilten uns ein Büro. Es war ein großes Gebäude mitten in Medellin und die erste Adresse für alle, die Drogen aus Kolumbien schmuggeln wollten. Pacho wusste, was er tat. Zu der Zeit gab es keinen besseren Drogenhändler in Kolumbien. Er hatte ein gutes Netzwerk aus Piloten, Fluglotsen und Behördenmitarbeitern. Das machte ihn so erfolgreich. Pacho war ein ziemlich entspannter Typ. Er wurde nur selten laut. Meiner Meinung nach war er etwas naiv. Er hielt sich für unantastbar und glaubte, niemand könne ihm etwas anhaben. Er fuhr überall selbst hin, hatte keinen Bodyguard und auch kein kugelsicheres Auto. Das wurde ihm zum Verhängnis. Pacho Cifuentes wurde ermordet.
Wie eine Schockwelle erschütterte der Mord Medellins Unterwelt. Pacho war ein guter Freund. Nach seinem Tod fühlte ich mich schutzlos. Ihm hatte ich es zu verdanken, dass ich mich so frei bewegen konnte. Was würde jetzt mit mir passieren? Das machte mir Angst. Im Drogengeschäft gab es schon immer unsichtbare Strippenzieher. Die Frage ist nur, wie lange sie unsichtbar bleiben. I was assigned in 2005 wurde ich der bilateralen Ermittlungseinheit der DEA zugeteilt. Otto Herrera war einer der Männer, gegen die wir ermittelten. Er stand ganz oben auf den Fahndungslisten der DEA und der US-Regierung. Sein Aufenthaltsort war unbekannt. Gerüchten zufolge hielt er sich in Mexiko auf. There was rumor that he was in Mexico. Mein Bauchgefühl sagte mir aber, dass er sich in Guatemala versteckt hielt. Wir wussten nur nicht genau wo. Ich bekam einen Anruf von den DEA-Kollegen in Miami. Sie waren im Rahmen ihrer Ermittlungen in Bogotá auf einen gewissen Tonio gestoßen. Alles deutete darauf hin, dass Tonio Otto Herrera war. Das war eine Überraschung. Dort hätten wir nicht vermutet. Wir konnten uns nicht erklären, warum er sich ausgerechnet in Kolumbien versteckt hatte. Schließlich gehen die Kolumbianer und Amerikaner dort mit erheblichen Ressourcen gegen den Drogenhandel vor. Nach dem Zwischenfall mit Pacho tauchte ich erst mal unter. Ich versuchte, unsichtbar zu bleiben. Allerdings habe ich schon immer eher bescheiden und unauffällig gelebt. Und das kam mir jetzt zugute. Wie aus dem Nichts kamen drei Polizisten auf mich zu. Zwei Männer und eine Frau. Sie setzten mich in einen Zivilwagen und wir fuhren quer durch Bogotá. Ich war mir sicher, dass sie mich töten würden. Otto Herrera wurde in Kolumbien verhaftet. Die DEA in Miami konnte in Zusammenarbeit mit der kolumbianischen Polizei bestätigen, dass Tonio tatsächlich Otto Herrera war. Daraufhin wurde er bei einer Verkehrskontrolle festgenommen. Ich habe Geld gewaschen und mit Drogen gehandelt. Mir war klar, dass ich früher oder später erwischt werden würde. Und so kam es dann auch. Basically, that's what happened. My name is Bill Clay, C-L-A-Y. Ich heiße Bill Clay und bin Strafverteidiger. In der Regel haben meine Fälle mit Drogenhandel, Drogenschmuggel und Geldwäsche zu tun. Als ich von Herreras Verhaftung erfuhr, sagte ich zu meiner Sekretärin, sie solle sich auf einen anonymen Anruf einstellen. Viele Anrufer in der Kanzlei wollen erstmal unerkannt bleiben. Zwei Stunden später klingelte das Telefon. Es war Herrera, der sich mit mir treffen wollte. Einen Tag später saß ich im Flugzeug. Kombita hat mir die Augen geöffnet.
Kombita ist ein Hochsicherheitsgefängnis. Unser Gespräch fand im Gemeinschaftsbereich statt. Keine Privatsphäre. Dann passierte etwas Seltsames. Ein junger Aufseher, kaum älter als 18, kam zu uns rüber und flüsterte, er ist auf der falschen Seite. Er wurde leichenblass und sagte, er ist nicht sicher hier. Mehr kann ich nicht sagen. Sie hatten ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. I guess it was people that had a lot of fear. Eine Menge Leute hatten Angst davor, dass ich den Amerikanern alles erzählen würde. Das wollten sie verhindern. Man kann überall getötet werden, auch im Gefängnis. Aber in Kolumbien ist das Risiko höher als in einem amerikanischen Gefängnis. Und zu diesem Zeitpunkt war Otto dort in großer Gefahr. Bill Clay sorgte dafür, dass ich in einen anderen Trakt verlegt wurde. Er wurde zusammen mit den anderen Insassen untergebracht, die auf ihre Auslieferung warteten. Alle zwei Stunden weckte man ihn, um zu prüfen, ob er noch lebte und man ihn nicht vergiftet hatte. Nur wenn man mit den Behörden kooperiert, hat man eine Chance, das Strafmaß zu mindern. Einen anderen Weg gibt es nicht. Man kann so krank, alt oder müde sein, wie man will, oder eine noch so schwere Kindheit gehabt haben. Bei einem Verbrechen dieser Größenordnung spielt das alles keine Rolle. Meine Aufgabe war es, das Strafmaß so gering wie möglich zu halten. Ich prüfte unsere Optionen. Ich wollte das bestmögliche Ergebnis für Otto erzielen. Bill Clay rief mich an und fragte, was wir von Otto Herrera erwarteten. Ich wollte herausfinden, wie mein Mandant und ich den US-Behörden helfen konnten. Ich sagte zu Bill, er muss uneingeschränkt mit uns zusammenarbeiten. Das ging gegen meine Überzeugung. Ist doch logisch. Schon Schulkinder wissen, dass Petzen nicht in Ordnung ist. Wer möchte schon ein Verräter sein? Warum sollte das bei einem Erwachsenen anders sein? Es widerstrebte mir, mit jeder Faser meines Körpers. Sie wollten, dass ich alles offenlege. Und das konnte ich einfach nicht. Ich wusste, dass ich meine Familie mit meiner Aussage in große Gefahr bringen würde. Du verrätst deine früheren Freunde und Geschäftspartner. Und die wissen genau, wo deine Familie lebt und können sich rächen. Wir mussten ihn irgendwie dazu bringen, auszupacken. Die Frage war nur, wie. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass es hilft, wenn man Menschen auf Augenhöhe begegnet. Ich spürte, dass er jemand war, der sein Wort hält. Für ihn hatte sich seine Verantwortung darauf beschränkt, das Kokain entgegenzunehmen und an die Mexikaner zu übergeben. Mit dem Rest hatte seine Organisation nichts zu tun. Wir sind ungefähr im selben Alter, haben beide Kinder. Ich entschied mich dazu, 12 Fotos von langjährigen Crack-Konsumenten auszudrucken.
Steve versuchte an sein Gewissen zu appellieren und konfrontierte ihn mit den Bildern. Ich breitete die Fotos wie Spielkarten vor ihm aus. Sie zeigten Junkies in erbärmlichem Zustand. Er sagte, diese Frau ist 29, sieht aber aus wie 65. Sieh sie dir genau an und dann reden wir Klartext. Ich sagte, wir können weitermachen wie bisher oder wir können vor Gericht gehen. Aber das hier richten deine Drogen auf unseren Straßen an. Sein Plan ging auf. Ja, das hat auf jeden Fall etwas bewirkt. Dass er mir in die Augen gesehen hat und mich dafür verantwortlich gemacht hat. Für mich war das ein Wendepunkt. Das hat mich sehr getroffen. Das war ein ganz besonderer Moment. Im Drogengeschäft geht es vor allem um Gier und Eitelkeit. Diese Leute halten sich für unantastbar oder sogar unsichtbar, bis sie geschnappt werden. Für mich ist die Sache noch nicht vorbei. Ich bin aus dem Gefängnis entlassen worden, allerdings auf Bewährung. Die Hälfte habe ich noch vor mir. Ich darf mir also nichts zu Schulden kommen lassen. Ich hatte in meinem Leben schon mit vielen Drogenhändlern zu tun. Ich kenne diese Typen. Auch die Knallharten, die sich verhalten, als hätten sie keine Seele und kein Gewissen. Aber Otto bereut seine Taten. Ich habe 14 Jahre an diesem Fall gearbeitet und ich kenne die Ermittler, die vor mir involviert waren. Bislang konnte niemand Otto Herrera auch nur eine Gewalttat nachweisen. Durch meine Art bin ich nie wirklich mit Gewalt in Berührung gekommen. Ich würde niemandem empfehlen, diese Laufbahn einzuschlagen. So etwas kann nicht gut ausgehen. Der Druck und die Verantwortung werden irgendwann zu viel. Man lebt ständig jenseits der Legalität. Das verändert einen und man vergisst, worauf es im Leben wirklich ankommt.